Hallo Freunde und herzlich willkommen zu meinem Let's Play von Pikmin 1. Ja, Überraschung, ich Let's Play für euch auch tatsächlich endlich mal Pikmin, und zwar den ersten Teil. Allerdings nicht die GameCube-Version, sondern die neu aufgelegte New Play Control-Version für die Nintendo Wii. Die habe ich mir auch erst vor kurzem besorgt. Ich habe das Spiel aber schon zweimal privat durchgespielt und es hat mir Spaß gemacht. Und deswegen möchte ich es jetzt auch gerne mal für euch Let's Playen. Ansonsten kann ich noch sagen, ich habe wie gesagt früher mit Pikmin nie wirklich was zu tun gehabt. Ich habe mir dann aber mal irgendwann die Let's Plays von Pikmin 1 und 2 von Looks Like Link angeguckt und irgendwie hat mich Pikmin dann doch interessiert und ja, wie gesagt, jetzt habe ich mir von Pikmin 1 und 2 die New Play Control Version besorgt und mir hat es wie gesagt Spaß gemacht und deswegen kommt jetzt mal ein Let's Play des ersten Teils von mir für euch. Hier drüben könnt ihr noch meinen privaten Spielstand sehen, da hatte ich das Spiel in 17 Tagen durchgespielt. Also doch relativ flott, aber ich weiß, es gibt Leute, die haben das sicher noch schneller durch. Der Weltrekord liegt, glaube ich, bei 6 Tagen. Ich frage mich zwar, wie das gehen soll, aber so schnell bin ich nicht. Ich bin kein Pikmin-Profi. Aber ich bin mal gespannt, wie viele Tage ich denn jetzt brauchen werde in meinem Let's Play hier. Ich werde auf jeden Fall hier ein neues Logbuch beginnen und dann kann es auch schon wieder losgehen. Auf geht's! Absturzstelle. Oh mein Kopf. Oh, was ist passiert? Wo bin ich hier? Oh nein. Oh, das sieht übel aus. Mein Name ist Captain Olimar. Auf meiner Reise durch den Raum wurde mein Schiff von einem Meteoriten getroffen. Ich wurde bewusstlos und als ich wieder zu mir kam, war ich auf diesem fremdartigen Planeten gelandet. Meinem Dolphin fehlen viele Teile, er erinnert nur mehr an ein Gerippe. Ein schmerzhafter Anblick für mich. Sein Antrieb fehlt, ich bin gestrandet. Um alles noch komplizierter zu machen, melden meine Sensoren, dass die Atmosphäre dieses Planeten aus Gift und Oxygen besteht. Die Reserven meines Lebenserhaltungssystems werden noch 30 Tage reichen. Wenn ich bis dahin den Dolphin nicht repariert habe... Nein, besser nicht daran denken, ich muss die fehlenden Teile finden. Ja, und hier seht ihr den doch relativ winzigen Haupthelden des Spiels, Captain Olimar, der von einem fernen Planeten stammt und der jetzt eben hier auf diesem Planeten abgestürzt ist und sein Raumschiff ist wirklich ein Wrack. Ich finde es aber witzig, dass sein Raumschiff Dolphin heißt, weil Dolphin war ja früher mal der Projektname für den GameCube und Pikmin 1 und 2 sind ja ursprünglich für den GameCube erschienen. Also finde ich das schon relativ interessant. Wie gesagt, ich let's play hier die New Play Control Version für die Wii. Da gibt es ein paar Änderungen, also grafisch natürlich ein bisschen bessere Texturen, Widescreen Support, dann natürlich die Bewegungssteuerung von der Wiimote. Ich kann jetzt hier schön den Zeiger bewegen. Audiomäßig wurde, glaube ich, auch ein bisschen was geändert und in der Spielmechanik ganz kleine Änderungen, die aber nicht wirklich nennenswert sind. Aber ansonsten ist es im Prinzip gleich geblieben zum Original. So, was haben wir denn hier? Was ist das denn? Ein
seltsames Ding zeigt sich mir hier. Ich wollte gerade mit der Suche beginnen, als es erschien. Als ob es auf mich gewartet hätte. Es ließ einen einzelnen Samen fallen. Was ist es? Lebt es? Ist es eine Maschine? Es erinnert mich an ein Gemüse, das wir zu Hause Zwiebel nennen. Ich werde es deshalb einfach Zwiebel nennen. Ja, also scheinbar gibt es sogar auf Olimas Heimatplaneten Zwiebeln. Warum auch nicht? Was ich auch interessant finde... Er hatte gesagt, die Atmosphäre besteht aus Oxygen, also aus Sauerstoff. Und Sauerstoff ist für ihn scheinbar giftig. Wir Menschen und auch alle Tiere und Pflanzen brauchen Sauerstoff zum Leben, aber er scheinbar nicht. Und das sieht komisch aus. Der Samen, den die Zwiebel fallen ließ, hat sich in der Erde verwurzelt und einen hübschen kleinen Trieb gebildet. Dieser Trieb strahlt ein seltsames Licht aus und schwankt hin und her, ohne einen Hauch von Wind. Ich habe fast den Eindruck, er ruft nach mir. Ich muss einfach mal hingehen und A drücken. Ja, warum nicht? Und schwupps. Ja, wer bist du denn? Unglaublich, als ich den Trieb pflückte, stellte sich heraus, dass es sich um ein Lebewesen handelte, nicht um eine Pflanze. Ich habe ihm aber zum Glück nicht geschadet. Es steht einfach da und starrt mich an. Es erinnert mich an Pikmin-Karotten, die ich so liebe. Ich denke, ich sollte die Lebewesen Pikmin nennen. Der hat die Pikmin echt nach einem Gemüse benannt. Auch nicht schlecht. Da bin ich nun gestrandet auf einem giftigen Planeten, ums Überleben kämpfen und trotzdem bin ich fasziniert. Ich muss diese interessanten Kreaturen unbedingt erforschen. Ich sollte versuchen, sie mit A festzuhalten und in die von mir gewünschte Richtung zu zeigen und zu werfen. Vielleicht reagiert es, wenn ich C und dann das Steuerkreuz drücke, während ich in eine Richtung zeige. Ich kann auch verschiedene Kameraperspektiven wählen. Z, Kamerabewegung hinter Olima, Steuerkreuz links oder rechts, ist eben Zoom nah und weit und Steuerkreuz nach oben Perspektive ändern. Wenn ich diese Abenteuer überstehen will, muss ich mich mit der Steuerung und meiner Umgebung vertraut machen. Ja, wie gesagt, bei der Wii-Version kann ich jetzt ganz schön die Wii-Modes und damit eben diesen Zeiger bewegen und dann eben sagen, wo Olima dieses Pikmin jetzt hinwerfen soll. Zum Beispiel hier auf diese Blume. Schwupps! Genau, und jetzt sammelt dieses eine Pikmin dieses rote Ding da ein. Eine Blütennarbe ist das und... Schwupps! Einfach erstaunlich, die Zwiebel hat weitere Samen gesät. Die kleinen roten Gebilde, die die Pikmin ernten, wenn sie eine Blume abgeschnitten haben, dienen der Ernährung und der Entstehung neuer Pikmin. Die Zwiebel scheint eine Art Brutkasten zu sein. Unnötig zu sagen, dass ich diese Lebensform gründlicher studieren muss. Ja, jetzt sind gerade zwei neue Pikmin rausgekommen. Muss ich nur noch warten, bis sie quasi reif zum Pflücken sind. So. Eins und... zwei. So, genau, ihr könnt euch jetzt wieder darum kümmern, euch noch weiter zu vermehren. Der eine sammelt das ein, da hinten haben wir noch eine Blume. So. Und hier oben war ja auch noch irgendwo eine Blütennarbe. Ja, da oben. So, na dann komm mal mit. So, und ihr seht ja auch, auf jeder Blütennarbe ist eine Zahl drauf, hier eine 1, das heißt, es braucht mindestens ein Pikmin, um das Ding zu bewegen. Weil hier diese Fünfer, das ist für ein einzelnes Pikmin zu schwer. Da braucht es halt mindestens 5 Pikmin. Die ich aber jetzt gleich beisammen habe. So, und mit B kann ich übrigens pfeifen. Dann kommen die Pikmin wieder zu Olima. Ne? Düdüt. Zack. Und, noch eins. Und noch eins. So, auf die beiden muss ich leider wieder ein bisschen warten. So, 9 Pikmin. Dann könnt ihr ja mal alle dieses 5er hier mitnehmen. So, mindestens 5 Pikmin braucht das halt hier, aber wenn ich mehr drauf werfe, dann geht's einfach schneller. Ja, so, die kleinen Kerlchen sind schon ganz schön kräftig. Werdet ihr gleich noch bei etwas anderem sehen, aber jetzt ist es erstmal wichtig, dass ich noch mehr Pikmin bekomme. Und in dem Fall kriege ich jetzt 5 weitere, weil da ja eine 5 drauf war. So. Ja, wieder schön abgesamt. Flupp. Und wieder ein bisschen warten. Genau, wenn die Blätter rauskommen, dann sind sie reif zum Pflücken. Stups. Und schwupp. So, 14 Pikmin.
jetzt haben wir hier eine Schachtel oder eine Kiste, wo eine 10 drauf ist. Das heißt, hier brauche ich jetzt 10 Pikmin mindestens, um die zu bewegen. So. Ja, also ihr seht, die sind wirklich ganz schön stark, wenn sie zusammenarbeiten. Und die schieben jetzt eben diesen Karton schön in Position, dass ich dann da oben rauf komme. Das ist richtig nice. Die Pikmin sind neugierig wie kleine Kinder. Sie schließen sich zu Gruppen zusammen, die Aufgaben erledigen, zu denen ein Individuum nicht in der Lage wäre. Ein Schimmer der Hoffnung macht sich in meinem Herzen breit, dass ich ihre Fähigkeiten nutzen kann. Vielleicht ist es mir so möglich, mein Schiff zu reparieren. Meine Studien helfen mir dabei. Ja, näher dich den Rippen, pflücke sie mir da. Hier wird mir jetzt nur noch mehr die Steuerung erklärt. Das weiß ich ja mittlerweile eh schon. So, die kommen jetzt wieder alle zu mir. Ja, jetzt habe ich wieder alle 14 bei mir. Und was haben wir denn hier? Da liegt doch was. Wahnsinn, es ist wirklich wahr. Der Antrieb meines Schiffes liegt direkt vor meinen Füßen. Durch Zufall bin ich über das wichtigste Teil überhaupt gestolpert. Das Schicksal meint es gut mit mir. Dennoch, wie soll ich es nur zum Dolphin transportieren? Ja, ganz einfach mit dem Pikmin, aber... Das ist leider zu schwer. Das braucht nämlich mindestens 20 Pikmin und ich habe nur 14, also muss ich die auch noch ein bisschen vermehren. Aber hier liegt wenigstens wieder genug rum. So, einer nimmt sich das. Meinetwegen auch zwei. Wenn zwei das Kleine tragen, dann sind sie natürlich auch schneller. So, dann haben wir hier wieder einen Fünfer. 2, 3, 4, 5. So. Dann nimmt sich einer das. Jetzt kann noch einer. So, hilft dem mal tragen. Zwei von euch nehmen sich das. Und die anderen beiden helfen hier noch mit. So. Sind alle Pikmin beschäftigt. Und übrigens, hier drüben, hier hinten, bei dieser Muschel, da liegt auch ein Schiffsteil, aber das kann ich jetzt leider noch nicht bekommen, weil ich dieses Steintor hier nicht öffnen kann, weil da sowieso Wasser ist. Und rote Pikmin würden relativ rasch im Wasser ertrinken. Und das ist natürlich nicht gut. Deswegen muss ich irgendwann später nochmal dahin zurückkommen, um mir dieses Teil dann noch zu besorgen. Jetzt kann ich mir halt nur den Antrieb holen. Anders geht das nicht. So, dann werden wir noch mehr Pikmin pflücken. Ich finde es ermüdend, jeden einzelnen Trieb zu pflücken, gerade wenn es sich um viele Triebe handelt. Meine Frau ist überzeugt davon, dass ich mich für Routinearbeit nicht eigne. Ich denke, ich werde sie alle auf einmal pflücken, indem ich wiederholt A drücke, bis ich alle Pikmin aus der Erde gezogen habe. Pikmin, die ich meiner Gruppe zuordne, sind so begeistert davon, dass sie in leuchtenden Farben schimmern. Ein anderes Mal haben sie eine blassere Schattierung und geben ein schwaches Licht ab. Diese Unterschiede machen es mir einfacher, die Pikmin voneinander zu unterscheiden. Ja, ist eigentlich hier ganz einfach. Pikmin, die halt wirklich schön kräftig rot leuchten, sind aktive Pikmin. Wenn sie blass sind, dann sind sie nicht aktiv, also dann machen sie gerade gar nichts, dann machen sie quasi eine Pause. So, jetzt, wie gesagt, jetzt brauche ich so viele Pikmin wie möglich, mindestens 20. So, wenn ich immer wieder A drücke, dann geht Ole mal zu jedem Trieb hin und pflückt den. Nacheinander. So, 25 Pikmin und ich kann auch mit dem C-Knopf alle Pikmin auf einmal entlassen, ne? Dann sind die halt alle blass und mit B kann ich sie wieder alle zu mir rufen. Okay, meine lieben Pikmin, dann helft mir doch mal hier diesen Antrieb zu meinem Schiff zu bringen. So, ich kann sie jetzt entweder hinwerfen oder mit Steuerkreuz nach unten kann ich auch so einen Befehl geben, dass sie sich alle darum herum sammeln und dann, ja, transportieren die das weg. Also, wie gesagt, die sind richtig kräftig. Klein, aber oho, kann man da wirklich sagen. Ja, und ansonsten, wie gesagt, umgebungsmäßig sieht es hier auch ganz nett aus. Es ist zwar ein bisschen einsam, aber ich meine, so die Vegetation, grafisch wirklich toll. Also auch damals für ein Gamecube-Spiel sind ja hier nur die Texturen ein bisschen aufgehübscht worden in der Wii-Version. Aber ansonsten, ja, ist ganz nett. Ja, es geht voran, es geht voran. Ich finde es auch interessant, dass sich der Antrieb eigentlich von selber noch irgendwie bewegt, dass der noch irgendwas macht. Man sieht ja, dass der irgendwie noch arbeitet. Aber gut. So, dann bringt es mal zum Dolphin. So, wir sehen gleich mal eine Veränderung am Schiff und das ist sehr gut. Oh Wunder, mit Hilfe der Pikmin habe ich einen großen Schritt Richtung Heimat machen können. Mein Schiff kann wieder abheben, der kleine Funke Hoffnung wird zu einer Flamme. Die Suche, sie beginnt morgen.
Genau, jetzt ist es nämlich Nacht geworden und die Pikmin gehen zurück in ihre Zwiebel. Und auch Olimar kann jetzt mit seinem Dolphin abheben. Er kann zwar den Planeten noch nicht richtig verlassen, aber er kann zumindest von der Oberfläche weg. Und das ist auch relativ wichtig. Und Start! So, und die Zwiebel, die folgt uns sogar. Ein Tag seit Absturz. Irgendwie ist es mir gelungen, mit dem Dolphin abzuheben. Die Zwiebel schwebt zu meinem Erstaunen neben mir. Vielleicht können die Pikmin nachts nicht auf der Oberfläche ihres Planeten überleben. Oder begleiten sie mich aus anderen Gründen. Wie auch immer, es scheint so, als würden sie mir morgen wieder helfen. Dem Dolphin fehlen noch 29 Teile. Finde ich sie nicht rechtzeitig, werde ich wohl nicht mehr zu meiner Familie auf Hokotee zurückkehren können. Also Hokotee, das ist Olimars Heimatplanet und wir wissen jetzt auch, dass er Familie dort hat. Die Analyse zeigt, dass mein Lebenserhaltungssystem noch 29 Tage durchhält. Unter mir sehe ich einen dichten Wald. Er ist der Schlüssel für mein Überleben. Ich nenne ihn den Wald der Hoffnung. Morgen werde ich ihn erforschen. Ja, dann haben wir hier noch eine Statistik. Pikmin-Population. Ja, Tag 1, aktuelle Pikmin-Population, wir sehen, die rote Linie ist angestiegen. Heute 25 Pikmin gekämpft, gesamt auch 25, im Kampf verloren natürlich noch keinen, zurückgelassen auch keinen, weil ich habe noch nicht gekämpft. Insgesamt 25 rote Pikmin, ein Schiffsteil gefunden, noch fehlende Teile 29 und verbleibende Tage eben auch 29. Und nach jedem beendeten Tag darf ich speichern. Und jetzt geht's ab zur Weltkarte. Hier haben wir den Wald der Hoffnung und es gibt insgesamt 2, 4, 6, 8 Teile in dieser Region zu finden. Das sind halt schon eine ganze Menge. Und wie gesagt, hier bei der Abschnittstelle gibt es eben noch ein weiteres Teil, was ich mir aber jetzt leider noch nicht holen kann. Also macht es keinen Sinn, schon wieder zur Abschnittstelle zurückzukehren. Ich würde aber trotzdem vorschlagen, dass ich den ersten Part meines Let's Plays von Pikmin 1 mal beenden werde. Ich bin wie gesagt gespannt, ob ich in meinem Let's Play hier das Spiel vielleicht noch ein bisschen schneller durchspielen kann, als wie ich es privat gemacht habe. Das weiß ich nicht genau, vielleicht brauche ich sogar länger. Werden wir alles sehen. Ich werde natürlich alle 30 Schiffsteile einsammeln. Man muss nicht unbedingt alle einsammeln, um das Spiel durchzuspielen. 5 von den 30 Teilen sind nämlich optional, also die braucht man nicht wirklich, damit Olimar dann vom Planeten abheben kann. Aber ich möchte, wenn dann, natürlich alle 30 Schiffsteile finden, ist eh ganz klar. Und ja, wie gesagt, der erste Tag war auch der einzige, wo es kein Zeitlimit gab, weil alle anderen Tage haben ein Zeitlimit. Da gibt es dann eine Tagesanzeige und ich kann halt nur tagsüber mit dem Pikmin was machen und versuchen, Teile zu finden. Nachts, habt ihr ja gesehen, hebt Olimar und auch mit dem Pikmin gemeinsam ab, weil dann nämlich die ganzen Fressfeinde quasi rauskommen, die alle nachtaktiv sind, die würden die Pikmin natürlich dann fressen. Das wäre nicht gut. Ja, ich glaube, ich habe jetzt mal genug erklärt. Ich gehe mal davon aus, die meisten von euch kennen Pikmin. Ich hoffe auch, dass ich vielen von euch damit eine Freude machen konnte, dass ich jetzt Pikmin 1 für euch Let's Playe, weil es ja eigentlich gar nicht geplant war. Also es ist bestimmt für viele von euch eine Überraschung. Und das freut mich auch und ich danke euch fürs Zusehen und im nächsten Part geht's dann weiter im Wald der Hoffnung. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.